Артём, расскажи, страшно тебе было? Угу, очень. А что было самое страшное? Как вот эти бомбы взрывались. Громкий звук был, да? Угу. In Nowojekaterinowka, einem Dorf 30 Kilometer außerhalb der umkämpften Industriestadt Donetsk, treffen wir auf ein Bild der Verwüstung. Die Separatisten haben hier Ende August eine Kolonne der ukrainischen Armee aufgerieben, die auf der Flucht aus dem Kessel von Ilovaisk war. Über den ganzen Ort verteilt liegen ausgebrannte Panzer und Armeelastwagen. An der Ortsausfahrt bietet sich ein grausiges Bild. Die Druckwelle einer Explosion hat einen ukrainischen Soldaten auf ein Stromkabel katapultiert. Dort verwest die Leiche nun seit 2 Wochen, zusammengeklappt wie eine Puppe. Die prorussischen Separatisten, die hier jetzt patrouillieren, sagen nur verächtlich: Wen interessiert der schon? Діти положилися, я на них еще сверху матрас положила, а сверху сама легла и покрывалом накрыла их. И вот это вот все летело, вот, а вот тут вот под окном летели вот эти красные вот эти вот, такие вот как пульки такие вот, как вот с автомата непонятно как оно, вот такие красненькие вот такие вот штуки, и оно так свистело вот так вот, вот, прям под окном вот так вот чверкали. А потом, когда вот это вот начали вот сильно бомбить, уже собака мой завыл. Вот, и вот тот вот дом, вот это вот как раз вот должно было детям на голову упасть. Если бы еще раз трухануло, как раз бы на голову и упало. Я тут сплю. Вот, и дитё тут спало как раз. Артём, покажи, где ты лежал, как ты прятался? Как ты прятался? Покажи. Солдатиком. Вот так вот, вот они с Таськой лежали друг против друга под окном. Aus ein paar Kilometern Entfernung ist auch an diesem Tag wieder Gefechtslärm zu hören, trotz des Waffenstillstands. Den Bewohnern von Nowojekaterinowka steht der Schrecken auch Wochen nach der Schlacht noch ins Gesicht geschrieben. Sie sind sich inzwischen einig, lieber ein schlechter Frieden als ein guter Krieg. Dies und mehr im neuen Spiegel. Gedruckt am Kiosk, digital auf dem iPad, als Web-App im Netz oder auf dem Smartphone. Spiegelleser wissen mehr.